Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, da bin ich wieder. Uns geht's wieder gut, wir haben wieder bloß ein paar Schnittwunden und sowas. Unsere Wunden sind durch Magie oder wie durch Magie geheilt worden. Okay, dort können wir die am Rand wieder anmachen. Hier ist nichts rechts und links. Dann würde ich sagen, drehen wir mal an dem Rädchen jetzt hier, oder? So, wo war denn jetzt das Ding? Was direkt neben uns? Ich wollte gerade sagen, eins fehlte doch noch. Ich habe auch gerade eine Errungenschaft bekommen, irgendwie Rohrleitungsbauer, irgendwie so, keine Ahnung. Ah, hier kann ich die Scheiße abdrehen, oder? Mit den... die Dampfkacke hier. Ah, okay. Gut, jetzt haben wir das umgeleitet. Das ganze Spiel ist übrigens scheiße dunkel, Leute, ne? Und jetzt müssen wir... was tun? Ich hör's, ich hör's, ich hör's, ich höre es. Aber es war nicht da, oder? Es war einfach nicht da. Hier ist hell. Hier ist hell. Alles ist gut. So. Was sollten wir tun? Mal in die Mementos. Reparier die Maschine, die Ostbrücke antreibt. Habe ich das jetzt getan? Ich habe keine Ahnung. Oder muss ich hier noch irgendwas machen? Ah, dort fließt ja Wasser in irgendeinem Behälter. Also es sieht eigentlich, glaube ich, gut aus oder so. Keine Ahnung. Lass uns mal drüber gehen. Und gucken, ob wir den anderen Hebel ziehen können. Er wartete, bis sich seine Augen und an die Dunkelheit gewöhnt hatten, aber es zeichnete sich weder Form noch Konturen ab. Okay. Ach, das war das andere, ich Vollidiot. Nee. Nein, komm wieder runter. Sei nicht buggy, bitte. Ich warte einfach mal, bis es hochgezogen ist. Dann versuche ich es nochmal runterzuziehen. Okay. Okay, funktioniert. Gut. Und jetzt hier? Funktioniert immer noch nicht. Warum bin ich erst nicht in den Raum gegangen? Alexander wusste, dass es eine Möglichkeit geben musste, um das Ritual zu beenden, bevor es zu spät war. Er musste seinen Freund zeigen, wie man die Lebensessenz gewinnen konnte, so viel war sicher. Ist die Lebensessenz dazu da, um jemanden unendlich lang leben zu lassen? Und warum bin ich zur Brücke gegangen und bin ich erst in den Steuerraum? Herbert, how did we find this? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Mhm. Okay, ist angenehm hell hier. Das ist eine Half-Life-Mod gewesen, ursprünglich Amnesia, oder? Hört mal. Das sind doch Half-Life-Sounds. Okay, haben wir schon wieder was zum Drehen? Nimm erst die Tür.
weil aus der rechten irgendwelche Geräusche kamen. Okay. Oh. Danke. Keine windige Scheiße. Lichter sollen anbleiben. Warum leuchtet das blau? Brauche ich das für irgendwas? Ach, das ist nur so ein Ding. Wie viel Zunder habe ich? 26. Gar nicht mehr so viel. Oder? Doch, oder? Nee. Was? Ich weiß es nicht. Oh, kann ich den Zettel haben? Nee. Ist nichts dahinter. Und hier auch nicht. Okay. Wir haben hier drei Dinger zum Drehen. Wahrscheinlich mit einer bestimmten Reihenfolge. Das sind drei Gewichte, die wahrscheinlich in einer bestimmten Reihenfolge hochgezogen werden. Gucken wir uns erstmal weiter um. Hier ist wieder so ein Rohr. Also entweder haben sie den Raum einfach nur relativ gleichmäßig equipped oder wir brauchen das Rohr jeweils für irgendwas. Finden wir raus. Gong. Schön mit darüber dagegen gerannt. Nee, hier ist nix. Gut, gut, liebe Leute. Hier ist schon wieder so ein Drehding. Muss ich das auf beiden Seiten gleich machen? Also unten, oben, Mitte. Hier ist ein Totenkopf auf der Tür, wenn das nicht einladend ist. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach durchrennen will. Ich habe aber eine Idee, was wir machen. Wie viel werden wir brauchen? Zwei, denke ich, oder? Vielleicht drei? So, warte mal, komm mal her. So, nochmal. Zwei reichen. Das war clever, oder? Auf der anderen Seite ist ja auch noch so ein Ding. Na gut, vielleicht war es doch nicht so clever. Können wir nicht öffnen? Hört auf mit eurem Wind. Ich habe ja angenommen, dass Amnesia... Weil ich es bei PewDiePie damals gesehen habe, da waren noch viel weniger Folgen, oder? Aber na gut, wie schon gesagt, er hat das ja alles zusammengecuttet. So klein wie möglich. Ich habe gedacht, ich nehme hier 14, 15 Folgen vielleicht auf und bin schon durch oder so. Stattdessen... Weiß ich nicht, wo ich bin, um ehrlich zu sein, aber auf jeden Fall... Wahrscheinlich noch lange nicht am Ende. Hier sind Hebel. So viele Sachen, die wir tun müssen. Und so wenig Ahnung, die ich habe. Okay, da kommen wir nicht rein. Ja, ich mache hier mal nichts an, bis jetzt beim Licht. Oh, hier? Ach, kommt. Hier hättet ihr komplett 40 Zunderdinger. Oh, hier ist was ich brauchen könnte. Eine hölzerne Kurbel, die wollte ich schon immer haben. So viel Zunder und Öl unter der Treppe hättet ihr da verstecken können. Das hätte mich sehr glücklich gemacht. Und viele andere Spieler, die aufmerksam gucken, bestimmt auch. So. Hier ist nichts mehr, Freunde. Nur noch jede Menge Hebel zum Ziehen. Muss ich vielleicht irgendeinen mal ziehen, um zu gucken, was so passiert? Aha. Aha. Will ich, dass er komplett draußen ist oder drin?
glaube, dass er drin ist, oder? Ja, was auch immer wir getan haben. Irgendwas scheppert. Scheppern ist, glaube ich, gut. Wisst ihr was? Wir gehen mal kurz hier drüben. Das wirklich so machen, wie ich mir das dachte, dass wir die Gewichte rechts und links gleich einstellen. Was habe ich gesagt? Unten, Mitte, oben, ne? Also unten, oben, Mitte, so rum. Unten. Oben. Das ist ziemlich weit oben. Mitte. Wartet mal, lasst uns mal drüben ein bisschen Vergleiche suchen. Der ist so weit unten, dass das hier drin ist. Das ist oben drüber und das ist unter dem Rohr. Also unter dem Strich, über dem Rohr, unter dem links da. Der ist unter dem Strich des... Wartet. Es klickt manchmal, ne? Wartet mal, wir... Okay, das hat nicht geklickt. Aber hier hat es doch gerade geklickt, oder nicht? Okay. Und jetzt hier nochmal? Ah. Okay, sieht ein bisschen anders aus, aber wir sind nach dem Klickgeräusch gegangen. Daniel, is that you? What are you doing? Ich weiß es nicht genau, muss ich sagen. Die Brücke im Gang wieder setzen, das war's, stimmt. Okay. Hier schon wieder das Rohr mit dem blauen Schein. Und der hier muss ganz raus jetzt, oder wie? Wartet, hier gucken, ob die 40 Kisten sind. Oha, seht ihr, die Entwickler haben das gehört, dass ich das gerade gesagt habe. Und haben hier ein kleines Öl versteckt. Maschine, 13. Januar 1799. Die Arbeit und das Wissen, die ich in dieser Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte. Wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitet und alle Teile sorgsam aneinander zu fügen, brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Das ist ja so eine Übungssache, ne? Als ich mein allererstes Tool programmiert habe, hatte das, obwohl es relativ wenig nur gemacht hat, eine übelste Laufzeit und übelst viele Befehle und so. Und ich habe damals das Glück, ich habe ja was ganz anderes gelernt als das, als was ich jetzt arbeite, hatte ich damals das Glück, jemanden kennenzulernen, der schon ein sehr erfahrener Programmierer war. Und der hat mir geholfen, die Sachen zu optimieren. Steckt fest. Steckt auch fest. Auch. Ich muss hier gar nichts machen, kann das sein? Weil der schon drin steckt. Ah, ich hätte den hier zuerst sehen sollen, oder? Und dann hätte ich den da drüben reinstecken sollen. Okay. Okay, dann nicht. Okay. Falls ein Monster kommt... Was ist denn das hier? Das ist wie so eine Tribüne, auf der man steht oder sitzt, ne? Hä?
nicht umsonst hierher gekommen. Aber ich muss da hochklettern, kann das sein? Kann es sein, dass ich hier irgendwas wegmachen muss? Dass ich deswegen so viele Kisten habe? Nee, ich komme da nicht ran. Nein, oh Gott, bleib stehen. Sind hier rüber? Gut. Komm ich denn? Ja. Ich komme immer noch nicht ran. Vielleicht muss ich gar nicht rankommen, Alter. Und ich mache gerade das hier komplett. Oh Gott. Komplett umsonst. Warte mal, wir setzen jetzt mal einen hier hin. Und einen dahin. Und dich nehmen wir mit, Kiste. Und Hebbidi Hüpf. Und. Nein! Nein! Okay, nochmal. So. Nicht den Berg umschmeißen. Okay. Dann hoch. Okay, wir sind nicht ganz optimal in der Höhe gegangen. Wir nehmen mal diesen kleinen Kasten. Das könnte klappen. So. Komme ich hier drauf noch? Nee, komme ich nicht mehr. Noch ein kleiner Kasten. Oh Gott. Mach den Turm nicht um. Das ist viel Arbeit gewesen. So, komm mit. So, ups. Komm ich da nicht mehr hoch, ich werd wahnsinnig. So, jetzt aber. Hüpf. Und jetzt muss ich hier nichts machen. Wollt ihr mich verarschen? Wozu? Ist hier was drin? Ist hier irgendeine Zunderbüchse wenigstens? Ich kann ja mit nichts interagieren. Okay, dann haben wir das gerade alles umsonst gemacht. Aber warum komme ich denn in den Raum? Oh, shit. Das tut mir leid. Habe ich meinen Knöchel gebrochen auch noch, deswegen. Warum komme ich denn in den Raum? Aber ich kann doch damit... Wartet mal. Oder muss ich noch höher? Nee, oder? Muss ich die Kurbel hier reinkurbeln? Ich habe jetzt gedacht, hier rein und hier irgendwas anwerfen. So, wir gehen jetzt aber vorsichtig runter, Leute. Ganz vorsichtig. Einmal hüpft die Bim. Und dann hüpfen wir hier. Dann einmal so. Seht ihr? Ganz vorsichtig. Okay. Ich lasse den Berg mal hier. Gott, ja. Aber dann ist der Raum doch vollkommen umsonst. Naja. Vielleicht dachten sich die Entwickler, guckt dir mal die Idioten an. Wie die sich einen Turm bauen, um dort lang zu kommen, obwohl man da gar nichts machen muss. Ja, die Maschine läuft ja auch schon, ne? Naja. Vielleicht klappt's ja schon. Die wunderschöne wilde Orchidee schien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brennenburg wachsen konnte. Leider war es Alexanders Studien und seine Pflege, die die Blumen zum Blühen brachten. So, klappt das jetzt? Ja, der Hebel. Nein! Warum nicht? Was ist denn los? Das Wasser? Warte mal, habe ich das Wasser schon abgelassen? Ich habe ja das Wasserding hier angeworfen. Muss ich eventuell hier unten weitermachen? Wisst ihr, was ich meine? Oder ist das hier immer noch unter Wasser? Nee, hier kommen wir nämlich lang, seht ihr? In diese giftige Scheiße. Hier müssen wir vielleicht noch hier unten irgendwas erledigen. Oh Gott! Ja, sorry. Da sollen wir, glaube ich, nicht rein, oder? Brauche ich vielleicht... Schnittwunden. Okay.
Sollen wir da... Hat er sich was notiert dazu? Nee. Also sollen wir doch nicht da unten lang? Oder... Ich meine, das Wasser ist ja weg, wisst ihr? Hier sind ja diese giftigen Pilze, die hier wachsen von den... Warte mal. Nee. Nee, das kann nicht richtig sein. Wenn jetzt hier bloß am Ende irgendwas... Bei uns geht's gut. Wir haben eine Kurbel. Wir haben auch noch ein Glas. Aber ich brauche gerade kein Öl, oder? Die Tür geht immer noch nicht auf, oder? Okay. Lass mich mal überlegen, ob wir Öl mitnehmen müssen. Wir hatten zwar das, wo der Kolben unten war. Wir haben oben... Ich habe nicht zum... Ich habe schon was zum Zerschlagen. Aber... Es hat bei dem Rad dort oben... Oh, liebe Leute. Wir sind doch schon wieder bei 21:30. Ich würde vorschlagen, wir machen eine Aufnahmepause und erforschen den ganzen Mist in der nächsten Episode weiter. Ist das ein Vorschlag? Also bis dann. Tschüss.